In dieser Klausuraufgabe geht es um die isotherme Kompression eines idealen Gases. 1 Liter Luft, Ausgangsbedingungen 25 Grad 1 Bar, werden bei konstanter Temperatur langsam, das heißt reversibel isotherm, komprimiert. Dafür muss eine Volumenarbeit von 199 Joule geleistet werden. Welches Volumen hat das Gas nach dem Prozess? Welchen Druck hat das Gas nach dem Prozess und welche Wärme wird beim Prozess frei? Für reversible isotherme Volumenarbeit haben wir die folgende Gleichung abgeleitet: W gleich minus nRT ln Endvolumen durch Anfangsvolumen. Die Stoffmenge unserer Luft entspricht 0,04 Mol. Wir könnten jetzt nRT einsetzen. Wir können aber auch nRT durch P mal V ersetzen und nach dem Endvolumen auflösen. Wir erhalten dann Endvolumen gleich E hoch minus 1,99 mal Anfangsvolumen oder 136,7 Milliliter. Zur Berechnung des Enddruckes verwenden wir das Boyle-Mayotte'sche Gesetz. P mal V gleich konstant. Der Enddruck ist Anfangsvolumen durch Endvolumen mal Anfangsdruck, 1000 durch 136,7 mal 1 bar, ergibt 7,316 bar Enddruck. Es gilt der erste Hauptsatz, Delta U gleich Q plus W. Da bei einem idealen Gas die innere Energie nur von der Temperatur abhängt und wir hier einen isothermen Vorgang haben, ist Delta U gleich 0, bedeutet Q ist gleich minus W, die Wärme ist also minus 199 Joule. Bei dem Prozess wird Arbeit benötigt und diese Arbeit wird vollständig in Wärme übergeführt. Die entsprechende Darstellung im PV-Diagramm ist eine Hyperbel, P mal V gleich konstant.